Alter, na klar! Na klar! Ja, genau! Ja, genau! Genau! Jetzt hat er mich einfach rausgebumst. Genau! Ja, wie viel Leben hat der denn? Scheiße! Okay, ich geh nach Hause. Da muss ich aber... Oh Gott, ich muss alles nochmal bekämpfen. Nein, nein, nein! Nein! Oh, scheiße! Okay, mal gucken. Ich war hier ein Händler? Kann ich hier irgendwas... Nee, hier kann ich nicht wirklich was tun. Behalte ich die Flasche für immer? Man weiß es nicht. Oh. Fuck. Ich muss jetzt durch jedes Gebiet nochmal. Scheiße. Okay, warte. Ich gehe einfach hier durch. Ach, selbst der ist ja wieder da. Oh Gott. Ich jetzt an ihm sterbe, ja? Jetzt hab ich dich. Oh, verdammt. Ist nicht einfach, aber macht riesig Laune. Sehr gut. Da war wenigstens ein Herzstückchen drin. Teilchen. Gut. Weiter. Ja, oh, perfekt. So muss das. Dann können wir jetzt wieder zurück eigentlich, ne? Nö. Nö, das tue ich mir jetzt nicht an. Nö. Och, diese Goblins, ne? Ja, sehr gut. Ach komm. Egal, geschafft. So. Hey, aber da komme ich ja wieder nicht. Da komme ich ja wieder nicht ran. Hm. Okay. Oben waren wir noch nicht. Diese Truhe besitzt einen Countdown. Um sie zu öffnen, musst du alle Gegner besiegen, bevor die Zeit abgelaufen ist. Was? Oh Gott. Jetzt heißt es auch noch beeilen. Oh! Nee, machst du nicht. So. Oh, uff, aff, if, zack, zack. Wie komme ich jetzt da hoch? Einfach so. Danke dafür. Albladi. Nein, nein, nein! Wo ist denn da noch ein Gegner? Oh, da unten. Ach, leck mich doch am Zykli. Das ist ja unfair jetzt. Ich hasse diese Dinger, die sich da immer verstecken im Wasser. Jetzt kann ich die Truhe nicht öffnen, Mann. Stirb, du Ochse. Na toll, ey. Ganz toll. Mann. Das war gar nicht mal so schlecht und dann kommt mir diese Scheiße da. Das gibt's doch nicht. Ist hier irgendwo ein Herz oder so? Bitte, ich brauche Leben. Schade. Ach. Mist! Hm. Hä? Also. Uff. Hä? Wieso seid ihr wieder da? Was? Danke! Das hat mich jetzt so irritiert alles. Toll, danke, tschüss. Mann! Och Mann, oh. Warum? Och, das gibt's doch nicht. Wieso fahren die jetzt wieder da? Hä, was? Das ist ja voll unfair hier. Und, was haltet ihr vom Spiel? Holt ihr es euch? Oder habt ihr es euch schon geholt? Oh shit. Du bist vergiftet. Haha. Also Gift ist halt echt geil, ja? Oh Gott. Nein, nicht schon wieder.
Vergeudet halt Zeit. Einfach weg damit. Das schaffe ich nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr. Nein. Das war so knapp. Schade. Was ist hier? Ach du Hyliasee. Ach du heilige Scheiße, was? Uff, okay, oh Gott. Ah ja, aha, alles klar. Okay. Aha. Ich kann aber auch von unten kommen. Okay. Da ist ein Herzteil. Und eine Truhe, wa? Eieieiei, okay. Da ist ja noch mehr, guck mal. Ist hier ein Dorf? Oh, man will alles erkunden irgendwie. Die Musik ist so herrlich. Oh Gott, ja, porte dich weg. Perfekt. So. Was? Wohin rennst du? So. Ich geh jetzt einfach hier hin. Oh Gott. Hm, hab schon gesehen. Ah, scheiße, da oben ist noch ein Zora. Was ist das? Ah, das ist auch noch was! Ja, okay. Die sterben einfach. Ach, mit dir kann man reden. Und da können wir ertrinken. Ja, spring doch mal rein. Scheiß Beat. Oh. Wie soll ich das machen? Ich kann nicht über Wasser gehen. Mist. Reden wir mal mit dem Zora. Hi. Hast du schon mit dem Prinzen gesprochen? Seitdem es eisig geworden ist, habe ich ihn nicht mehr gesehen. Du musst mal mit uns surfen kommen. Du hast kein Brett? Hm, mit Zora-Flossen könntest du zumindest ins Wasser. Ah ja, Mist. So, ich bin weg. Ich bin gleich beim Training. Viel Spaß dir noch, mein Lieber. Hause weg. Viel Spaß beim Training. Vielen Dank nochmal für den Raid und für den Clip, mein Bester. Ja, und wir sehen uns die Tage. Ich hoffe, dir hat es hier gefallen. Was hältst du von dem Spiel? So, zum Abschied. Abschied noch. Willst du es dir holen oder nicht? Ist es so deins oder nicht? Ich werde mir das Game erst nächstes Jahr holen. Was? Spar noch für Luigi Mansion 3. Ja, wir wissen ja noch nicht, wann es erscheint, ne? Luigi's Mansion 3. Gut, nächstes Jahr. Es kostet halt 25. Vielleicht ist sie auch irgendwann mal im Angebot. Ganz witzig, Musik ist fett, hole ich mir aber nicht. Okay. Okay, schade. Ist aber echt super. Ne? Da muss man vielleicht auch mega Fan einfach von allem sein. Wie gesagt, bei mir perfekt. Da hat sich bei mir gar keine Frage gestellt. Ich hatte von Anfang an einfach sofort Bock auf das Game. Ich liebe Zelda, ich liebe Rhythmus, ich liebe Remixe. Ende. Punkt. 100% Kauf. Das kann gar nicht mehr scheiße sein. Und für mich ist es das auch nicht. Macht echt viel Spaß. Mega cool. Aber man muss natürlich draufstehen, ganz klar. Das ist wirklich nicht für jeden was. Nicht wirklich, nee. Gerade dieses Rhythmische. Ne? Aber es ist schon super. Na, schade. Abo verlängern. Ein Tag verbleibt. Ui. Was Kermit mit Muskeln? Gruselig. Wie? Was? Abo verlängern? Wie? Einen Tag schon wieder? Echt jetzt? Demon? Echt? Was geht? Hast du nicht erst vor kurzem? Hey, du hast doch erst hier vor 4 Tagen steht hier. Da hast du doch schon geresubbt. Hä? Was? Verstehe ich jetzt nicht. Das verwirrt mich. Ich feiere das Spiel ja auch, aber Luigi Mansion ist einfach eins meiner Lieblingsgames ever. Da will ich auf Nummer sicher gehen. Ja gut, verstehe ich da ein bisschen. Schon klar. Ja, ich bin auch gespannt, wann das rauskommt. Ich muss auch erst den ersten Teil noch spielen. Weil Luigi's Mansion ist schon geil. Aber ich habe es selber noch nie gespielt. Aber ich habe es in der Sammlung. Werden wir dann auch bei Zeiten dann mal machen. Bevor wir eben den dritten spielen, ganz klar. Pikmin würde mir noch fehlen auf der Switch. Das wäre cool.
So, ich finde das Game auch echt mega, aber ich hole es mir nicht, für bin ich einfach zu wenig Zelda-Fan. Okay, ja, ja, ist verständlich, klar. Wie gesagt, ja, da muss man halt echt Fan von sein. Aber wenn dir das Prinzip an sich gefällt, hol dir doch einfach das Original Necro-Dancer. Necro. Wie heißt's? Necro. Crypt of the Necro-Dancer. Hol dir doch einfach dann das Original. Schau dir das mal an. Das ist im eShop gerade im Angebot für 3,99 statt 20. Vielleicht gefällt dir dann eher das, wenn du nicht das Zelda-Gewand drumherum haben möchtest. Ich hol's mir schon. Das war klar, Demon. Mein Fluffel, das war klar. Eben bei mir genauso. Es ist so geil, ne? Es ist Zucker, es ist super, es ist Orgasmus für alle Sinne. Der Syngasmus, was? Machen wir weiter, Zora. Der Strand ist super, aber das Allerbeste war immer in unserer Höhle abzuhängen. Oh ja, okay. Oh, noch mehr Blobbys. Oh Gott, sorry. Was ist mit dir falsch? Ja, au, ja, genau. Beat verfehlt und sterben. Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Bitte. Tschüss, 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 tschüss. Ach, fickt euch doch. Oh, Nani. Aber hier ist ja nur der Goblin, oder? Nein, nicht das Huhn. Oh Gott. Nicht das Huhn. Scheiße. Trau dich doch mal. Nee. Ich kenn mich. Ich will nicht nochmal sterben. Ich kenn mich doch. Entschuldigung. Mit einem halben Herz traue ich mich nichts mehr. Kannst du echt vergessen. Dafür können wir ja einfach wieder zurückgehen. Das ist ja gar kein Problem. Ah, toll. Da fängt es auch wieder an. Toll, ganz toll. Was war hier drin? Danke. Ciao. Ah, Moment. Ja. Okay. Scheiße. Gehen wir hier runter? Oh Gott. Also die gehen immer eins in mein Sichtfeld, oder? Nee. Nein! Penis! Er hat sich einfach nicht mehr bewegt. Scheiße! Gut. Auf ein neues. Oh, das fängt ja schon ganz toll an. Das gibt's ja. Das ist so toll. Wenn ich mir alle Games hole, die auf. Ja, komm, 3,99, fettes Angebot. Hey, das ist wirklich ein super Angebot, ja? 3,99 statt 20. Also, das ist schon super gut, nicht? Also, da kann man nicht meckern, nicht? Was geht das hier? Scheiße. Achso, Toxner übrigens, willkommen zurück, glaube ich. Nee, oder? Doch. Habt das Game jetzt? Oh, sehr geil. Viel Spaß mit dem Spiel. Sehr, sehr schön. Ach, sehr geil. Ach komm, geh sterben, Mann! Gib mir die Schaufel. Danke, gib mir die Fackel. Tschüss. Mann, ey. Viel Glück, mein Bester. Ist nicht so einfach. Das Ding ist halt auch, wenn man streamt, ne, ist man auch nicht zu 100% konzentriert, ja? Wenn man redet oder auf den Chat achtet oder so. Ich würde mich ein klein bisschen besser anstellen wahrscheinlich, wenn ich es im Off spielen würde. Bist du komplett im Arsch behindert? Jetzt aber hier mit Schmackes, Leute.
Schön, dass ich die eins auswischen kann. Hä? Gift? Danke. Perfekt. Fast. So, einmal rein. Uff. Ja, 80 Rubine. Freunde. Kann ich nicht einfach... Zack. Ja, ist mir egal. Oder so. Oh, oh. Ah, ja. Oh. Ja, genau. Ja, diese. Ja, ja. Wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann habe ich eine Rubine. Dann kann ich wieder zurück. Und dann sind die Gegner aber leider schon tot. Oh, ich habe ihn abgelenkt, lol. Und wir haben die Triforce-Macht. Das gibt mehr Scheiße für uns alle. Mann! Da ist sie auch wieder weg. Kacke. Ey, der hat mich doch reingefickt. Mist. Nein! Ach Gott, ich hatte doch mein Schild draußen. Mein Schild. Ja, natürlich frisst mich. Ja, genau. Hallöchen, Nani, Backe. Gehst du vielleicht hoch? Das ist doch verdammte Scheiße hier überall. Das gibt's doch gar nicht hier. Krabbelmine? Nein! Aha. Alles total sinnvoll hier. Wo ist die Quelle da hinten? Okay. Gib mir Herz! Kacke. Ich will hier hin. Das ist alles so i. Doch, Schaufel haben wir. Dieser Gegner, dieser eine Gegner auf dieser Map ist so scheiße sinnlos. Na komm. Au, es war so klar. Heil mich! Danke, tschüss. Oh. Noch ein Herzteil brauche ich. Okay, das macht echt verdammt viel Spaß. Als ob Breath of the Wild nicht auf meiner Liste steht, würde Mensch, das steht nicht ganz oben, das geht bei mir auch durch die Decke. Hä? Dann hol dir wenigstens Link's Awakening. Achso, okay. Aber Link's Awakening wird so awesome. Ich glaube, leider können wir. Ich wollte ja jetzt eigentlich, wenn Pokémon Rangers oder Saints Row 2 beendet gewesen wären, wollte ich ja eigentlich mit A Link to the Past anfangen. Aber ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin. Vom Zeitfenster her einfach nicht, weil bis dahin ist dann Link's Awakening draußen. Dann können wir nämlich direkt damit anfangen. Ich glaube, A Link to the Past muss ich schon wieder verschieben. Weil jetzt haben wir auch das hier, ne? Cadence of Hyrule. Es hat mir jetzt auch nochmal dazwischen gegrätscht. Einfach mal nur so als Info. Eigentlich war A Link to the Past geplant. Ja. Aber ist vielleicht auch gar nicht so schlimm, ne? Hauptsache Zelda! Gut, machen wir weiter. Wie sieht's hier aus? Achso, wir können einfach laufen. Karti, wo ist denn dein Herzteil? Da können wir noch gar nicht hin. Gehen wir mal hoch. Oh Gott, wo kommst du? Oh, toll, toller Anfang. Stirb. Ach Gott, im Popcornhaufen. Entschuldigung. Ah, zack. Komm, rüber. Hier, zack. Geh doch weg, Huhn. Na toll, jetzt ist das Huhn vergiftet. Toll! Ja! Gib mir Huhn! Ja! Oh, geil! Ja! Ja! Oh! Ja! Hallöchen! Oh Gott! Toll! 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 Wegen dem Scheißhuhn! Wegen dem verdammten Pisshuhn! Ich will es nicht mehr! Alles so schrecklich hier! Mann, jo! Weil das Huhn vergiftet war! Schon scheiße hier! Gift ist doch nicht immer so gut. Hallöchen, Kiritomas! Ein wunderschönen guten Abend! Oder so ähnlich. Präabend.
Na, wie läuft's bei dir? Wie geht's bei dir? Wie geht's dir so? Wie war dein Stream? Du hast ja auch gestreamt heute. Was hast du denn gespielt nochmal? Was war denn das? Paladins, ne? Wie lief's, mein Bester? Ja, ja, ich stehe alles. Hä? Bist du dumm? Stirb. Jetzt lasst ihr natürlich alle Herzteile fallen, ja. Aber wenn das Huhn vergiftet ist, dann nicht. Schon klar. Easy peasy. So. Oh Gott. Was ist denn jetzt los? Was war das denn jetzt? So ein Scheiß. Die Runden waren scheiße. Aber vom Feinsten. Oh je. Hatte sie wenigstens Spaß. Oh je. Hast es dir wenigstens nicht zu ernst genommen oder so? Hat's dennoch Spaß gemacht? Hast du zum ersten Mal Paladins gespielt oder? Nee, ne? Du hast schon ein bisschen öfters gespielt. Wenn ich so deine Reactions beobachtet habe. Was ist das jetzt? Gehen wir nach oben. Zack, was haben wir hier? Kakariko! Oh cool! Och, wie schön! Willkommen in Kakariko. Oder Kakariko, wie auch immer. Ich habe einen verdächtigen Typen mit einer Laute drüben in der Gruft gesehen. Wenn ich nicht so Angst vor Geistern hätte, würde ich der Sache auf den Grund gehen. Ja, tja, müssen wir das mal wohl machen. Was haben wir denn hier? Ein Herzteil. 75, toll. Eis ignorieren, hohes Gewicht, okay. Sichere Sofortbomben. Oh, sichere Sofortbomben, die könnten wir gebrauchen. Hi, warst du schon bei der Schießbude? Wenn du gut mit einem Bogen umgehen kannst, kannst du dort tolle Preise gewinnen. Ich habe keinen Bogen. Und ich kann hier auch nichts kaufen, weil ich einfach schlecht bin. Das ist so schön, ja. Mega toll. Die Musik auch. Oh Gott. Och, schön, schön, schön. Ist das nicht ein Schiekerstab? Oh, geil. Oh, geil. Och, ist das schön. Ist das toll. Hast du Liara gelassen? War Liara bei dir? Ach, schön. Hast du das gerade gesehen? Aus den Büschen ist eine Biene gekommen und hat mich gestochen. Aua. Na, ich hoffe, du bist nicht allergisch gegen Bienen. Ich hatte mal eine Biene als Haustier, die hat mich gegen die Monster verteidigt. Wirklich wahr? Das glaube ich dir. War bestimmt eine ganz tolle, starke Sumsebiene. Sag mal, müssen wir hier Hühner einfangen? Lol, guck mal da! Nein, da ist ja Dings! Oh, wie heißt er nochmal? Scheiße, Hühner, 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 Hühner! Oh, wie heißt er denn nochmal? Aus Ocarina of Time? Ich hab jemanden... Na, wie spreche ich den denn? Ich hab jemanden vor dem Dorf schlafend auf den Boden gefunden und hergebracht. Wenn wir nur etwas Hibiskus-Trank hätten, könnten wir eine Wiederbelebung versuchen. Aha. Hibiskus-Trank, ja? Okay. Oh lol! Na, Boris, genau! Boris hieß er. Kakariko Gruft. Oh geil. Oh Gott, ist das... Oh, dieses... Oh, so viel Liebe in dem Spiel, so viele tolle Easter Eggs und überhaupt und sowieso Easter Eggs nicht, aber halt Anlehnungen an alles und jeden und... Oh, ist das schön. Moment, ganz kurz. Scheiße, ich muss gehen. Es hat an der Tür geklingelt. Da will jemand sein Paket abholen, das weiß ich. Moment, bis gleich.